Honigbienen gelten als fleißig, nützlich, ja sogar als intelligent. Bevor sie zum Nutztier wurde, war die Honigbiene nur eine von vielen wilden Bienen. Gibt es in ihrer Verwandtschaft vielleicht noch unentdeckte Talente? 560 verschiedene Bienenarten leben bei uns in Feld und Flur. Sind die einfach nur nutzlose Brummer? Oder profitieren Mensch und Natur von dieser Vielfalt? Sowohl Wild- als auch Honigbienen finden Blumen mit Hilfe von Farben, die wir nicht sehen können. Aber wer ist der bessere Bestäuber? Ob winzig klein oder daumengroß, die wilde Verwandtschaft wartet mit überraschenden Fähigkeiten auf. Eine grasige Böschung, etwas nackter Boden. Ein perfekter Wildbienenlebensraum. Noch sieht und hört man nichts von dem, was im Bauch dieser Mini-Steilwand schlummert. Kaum erwärmt an den ersten frostfreien Tagen die Sonne den Boden, taucht auch die erste Nahrung für Bienen auf. Der Huflattich blüht oft schon im Februar, kurz bevor die ersten wilden Bienen aus dem Winterschlaf erwachen. Sand- und Seidenbienen sind die ersten, die aus ihren engen Brutstollen schlüpfen und die Umgebung nach Blüten absuchen. Bienen laden sich während des Fluges elektrisch auf. Auch Blüten sind geladen. Deswegen fliegt der Blütenpollen dem Insekt förmlich entgegen. So wird der Huflattich zuverlässig bestäubt. Auch dann, wenn das Bienenmännchen nur nach Nektar sucht und den Pollen unbeachtet lässt. Für den Huflattich ist es überlebenswichtig, dass der männliche Pollen im Pelz der Bestäuber zu den weiblichen Blütenorganen gelangt. Deswegen können Pflanzen ihre elektrische Aufladung sogar blitzschnell verändern, damit möglichst viel Pollen an der Biene haften bleibt. Wildbienen haben keinen Imker, der ihnen ein Heim bietet. Also müssen sie sich selber eines bauen. Viele Wildbienen nisten im Boden. Die Männchen fliegen viel herum auf der Suche nach einer Partnerin. Ihr spezielles Parfum führt die Geschlechtspartner zueinander. Summlaute, aufgenommen mit einem Minimikrofon aus wenigen Millimetern Entfernung, begleiten den Paarungsakt. Das lockt weitere Männchen an. Bei der Paarung der Seidenbienen kommt es zu tumultartigen Szenen, wenn sich mehrere Männchen um ein Weibchen balgen. Nicht alle Wildbienen nisten im Boden. Wer Wildbienen beobachten will, kann sich aus ein paar Brettern einen Kasten bauen und ihn mit Nistgelegenheiten ausstatten. An der Rückseite und oben sollte der Bau wetterfest sein. Das Wildbienenhotel wird für die nächsten Jahre Brutplatz für jene Bienenarten sein, die gerne in hohlen Stängeln brüten oder auch Löcher im Holz bevorzugen. Die Vorderseite nach Süden ausgerichtet und im zeitigen Frühjahr aufgestellt, dauert es meist nur ein paar Tage, bis die ersten Gäste kommen. Viele von ihnen werden auch bleiben. Da gibt es viel zu beobachten. Etwa wenn sich die Mauerbienenmännchen um die Weibchen streiten. Während sich die gehörnten Mauerbienen paaren, kommt der erste Brutschmarotzer, eine Goldwespe. Eine ernste Gefahr für den kommenden Bienennachwuchs. Gefahren lauern nicht nur im Bienenhotel.
unweit der Mini-Steilwand, erwacht jetzt die Mutter des Bösen für die Wildbienen. Ein Tier gräbt sich aus dem Boden, das für so manchen Brummer in der Kolonie der Seidenbienen nichts Gutes verheißt. Es ist ein Maiwurmweibchen und es hat einen gewaltigen Hunger. Auf dem nach Süden ausgerichteten trockenen Hang erscheinen jetzt die ersten Küchenschälen. Auch stängelloser Enzian und Adonisröschen buhlen mit riesigen Blüten um die Aufmerksamkeit der Bestäuber. Doch außer ein paar Hummeln sind nur wenige Bienen an der Blütenpracht interessiert. Wo sind all die Sand- und Seidenbienen aus der nahen Kolonie? Er dagegen ist ein Liebhaber der Blumenpracht auf dem Trockenhang. Der Maiwurm, der kein Wurm, sondern ein Käfer ist, marschiert schnurstracks auf die Riesenblüten zu. Er interessiert sich allerdings weniger für Farben und Formen, sucht vielmehr nach den energiereichsten Pflanzenteilen. Das Maiwurmweibchen hat in seinem Bauch mehrere tausend Eier. Die reifen aber nur heran, wenn der Käfer frisst und fräst. Anders als Enzian und Küchenschelle kann sich die Weide vor lauter Bestäubern kaum retten. Weiden haben entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten. Indem die Bestäuber von Blüte zu Blüte wandern, vermeiden die Bäume Inzucht, also die Selbstbestäubung. Die Frühlingssandbiene ist ganz auf Weidenkätzchen spezialisiert. Andere Blüten interessieren sie nicht. Voll bepackt mit Weidenpollen fliegt die Sandbiene zurück zu ihrem Brutstollen, den sie vor dem Abflug mit Erdreich verschlossen hat. Besuch in der Bienenkolonie. Ein Maiwurmpärchen spaziert durch die Kinderstube der Wildbienen, die auch bald ihre eigene Kinderstube werden wird. Sandbienen haben aber nicht nur Käfer als Feinde. Widersacher kommen auch aus der Luft. Diese Biene kommt zurück und wird an ihrem Nesteingang erwartet. Eine Wespenbiene versucht, sich Zugang zum Sandbienennest zu verschaffen. Die hier hat es bereits geschafft. Wespenbienen sind sogenannte Kuckucksbienen, die keine eigenen Nester anlegen. Sie vermehren sich ausschließlich im Brutstollen anderer Wildbienen, oft nur bei einer ganz bestimmten Art. Umgekehrt haben auch viele nestbauende Wildbienenarten ihre eigene Kuckucksbiene, sodass man beim Anblick der Riesenblutbiene sofort weiß, dass hier Frühlingsseidenbienen nisten. Im Bau wacht das Seidenbienenweibchen. Die Blutbiene schlüpft in den Eingang und versucht möglichst schnell, ein Ei auf den Pollenvorrat der Seidenbiene zu legen. Treffen Wirt und Parasit aufeinander, werden mit der Flugmuskulatur scharfe Summlaute erzeugt. Verschwinde, hat das wohl geheißen. Die letzten Nachtfröste können nicht verhindern, dass jetzt immer mehr Frühlingsblumen erscheinen. Das Lungenkraut wächst in lichten Laubwäldern und zeigt sich in zwei verschiedenen Blütenfarben.
Blütenknospe öffnet sich stets in Rosa. Mit zunehmendem Alter verfärbt sich die Blüte blau. Bestäuber, wie die Pelzbiene, lernen schnell anhand der Blütenfarbe, wo sie noch Nektar und Pollen finden können und wo nicht. So sparen sie Energie. Und die Pflanze wird zuverlässig bestäubt, wenn Lungenkraut, Mauerbiene und Co. gezielt die frischen, rosafarbenen Blüten aufsuchen. In einer vielgestaltigen, extensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft leben besonders viele verschiedene Wildbienen und Blütenpflanzen. Auf nährstoffarmen Überschwemmungswiesen, die selten gemäht werden, werben extra große Blüten um Bestäuber. Schachbrettblumen. Sie wachsen nur auf wenigen Wiesen, aber verteilt über ganz Deutschland. Besonders am Main und an der Elbe. Die rote Mauerbiene ist 100-mal kleiner als die Blume. Dafür wird sie beim Besuch einer einzigen Blüte satt. Jedes der 6 Blütenhüllblätter hat eine Drüse, die 3 Tage lang ununterbrochen Nektar liefert. Das Bienenhotel ist jetzt umgeben von bunten Blüten. Die Mauerbienen darin sind nicht wählerisch und bestäuben alle möglichen Pflanzenarten in der Umgebung. Damit die Bienen eine solche Blütenfülle auch ordentlich bestäuben können, darf das Frühjahr allerdings nicht zu kalt sein. Alte Obstbäume beherbergen oft eine besondere Tierwelt. Der Wendehals gehört dazu. Nur wenn die Apfelblüten jetzt bestäubt werden, trägt der Baum im Sommer auch Früchte. Und wer erledigt den Job am besten? Dem Wendehals ist das egal. Er interessiert sich weder für Blüten noch für Äpfel. Und schon gar nicht für Bienen. Ihm kommt es auf die Höhlen in den alten Streuobstbäumen an. Wo viele Wildbienen leben, hat der Mensch eine besonders reiche Obsternte. Die kleine Fransenschmalbiene kehrt zum Nest zurück mit einer Ladung Pollen. Der Lohn dafür, dass die Biene auf ihren Sammelflügen ein paar Pollenkörner an den weiblichen Blüten abgestreift hat. In den Wipfeln der Obstbäume wimmelt es von Wespen, Honig und Wildbienen. Die Artenvielfalt und damit die Bestäubungsrate ist dort am größten, wo nachhaltige Landwirtschaft ohne Insektenvernichtungsmittel betrieben wird. Fransenschmalbienen legen ihren Bau im Boden an. Aus dem Aushub formen sie kleine Türmchen, an deren Spitze sich der Nesteingang befindet. Die Nester liegen oft in direkter Nachbarschaft. Und es ragen lauter Schlote aus der Magerwiese. Wie Miniaturausgaben von Termitenhügeln in der afrikanischen Savanne. Pyramidenförmige Häufchen aus Löss verraten laufende Bauarbeiten. Der Regen wäscht später den Aushub vom Schlot, bis am Ende ein fester Kamin aus mit Bienenspeichel verfestigter Erde übrig bleibt. Darunter liegt das Nest. Als seltene Ausnahme im Reich der wilden Bienen sind Fransenschmalbienen sozial, haben eine Königin. Und die kann, zumindest für Bienen, uralt werden. Etwa 6 Jahre. Schon kurz nach dem Schlupf helfen die Arbeiterinnen beim Ausbau unterirdischer Kammern und beim Einlagern von Blütenpollen als Proviant für die Aufzucht der Larven. Eine Fransenschmalbienenkolonie kann hunderte Staatsbürgerinnen beherbergen. Die Königin unterscheidet sich kaum von den Arbeiterinnen.
Und auch die erreichen ein für Wildbienen ungewöhnliches Alter von immerhin 2 Jahren. Das Erstaunlichste dabei, ab Mai verlassen sie ihren Bau nicht mehr. Erst im März nächsten Jahres erscheinen die Fransenschmalbienen wieder an der Oberfläche. Wie sie das schaffen, stellt selbst Bienenkundler vor ein Rätsel. Die Schafherde ist für die seltene Wildbiene keine Gefahr. Ganz im Gegenteil. Fransenschmalbienen brauchen Lehm- oder Lössböden mit spärlichem Bewuchs. Die dürfen nicht intensiv genutzt werden. Am besten nur 1 oder 2 Mal im Jahr beweidet. Das hält Stauden und Sträucher kurz, die das Sonnenlicht vom Boden fernhalten würden. Die Bienen warten ohnehin in einer Tiefe von bis zu 1 Meter auf das nächste Jahr. Ohne den Schäfer und seine Tiere würden die Fransenschmalbienen hier aussterben. Aus dem Boden des Trockengebietes schlüpfen auf einmal jede Menge kleiner gelber Würmchen. Es sind 3 Klauer, die Larven des gefräßigen schwarzen Maiwurms. Und die sind für die Bienen das wahre Böse. Ihr gemeinsames Ziel? Sie wollen erstmal hoch hinaus. Wenn jeder 3-Klauer oben seinen Platz eingenommen hat, beginnt das Lauern auf Wildbienen. Die kleinen Käferlarven erklimmen die im Verhältnis riesige Biene und klammern sich in ihrem Pelz fest. Dann gehen die 3-Klauer auf eine Reise ins Ungewisse. Nur mit viel Glück sitzen die blinden Passagiere im Pelz der richtigen Bienenart. Am Ende des Seidenbienenbrutstollens liegt der Pollenvorrat. Hier steigen die 3-Klauer ab. Nur eine Käferlarve wird gewinnen. Wenn sie erst das Bienenei und dann den Pollen verspeist hat, wird sie sich verpuppen. Und im nächsten Jahr das Seidenbienennest als dicker Maiwurm verlassen. Ob im Boden, im Totholz oder in hohlen Pflanzenstängeln, der wehrlose Bienennachwuchs ist Parasiten schutzlos ausgeliefert. Deswegen verschließen die meisten Wildbienenmütter ihr Nest gründlich, wenn es fertig ist. Die gehörnte Mauerbiene trägt Lehm- und Erdklümpchen zum Nest im Bienenhotel und baut daraus einen harten Deckel für ihren Brutstollen. Dahinter liegen die Larven. Sie haben noch nicht viel Ähnlichkeit mit ihren Eltern. Den ganzen Tag nagen sie am Pollenbrei, den ihre Mutter für sie gesammelt hat. Immer eine Kammer voller Pollen und eine Bienenlarve. So sieht es im Inneren der Bohrlöcher und Schilfstängel aus. Eingemauert in eine dunkle Zelle. Für die Bienenlarve bedeutet das schlicht Sicherheit. Während die Bienenlarven also relativ geschützt sind, lauern auf die erwachsenen Insekten allerhand Gefahren. Eine veränderliche Krabbenspinne hat ihre Körperfarbe hin zur Blüte der Kartoffelrose verändert. Nicht jeder Brummer entspricht dem Beuteschema. Eine rotschopfige Sandbiene passt schon eher. Einmal gepackt, gibt es kein Entrinnen.
Ein Giftbiss in den Nacken. Anschließend saugt die Krabbenspinne ihre Opfer aus. Quasi in der Auffahrt des Bienenhotels. Mauerbienen leben natürlich nicht nur in Nisthilfen. Jedes Loch im Holz, jeder hohle Stängel mit passendem Durchmesser ist in verschiedenen Arten recht. Aber wie kommen die Löcher ins Holz? Kaum eine Wildbiene ist in der Lage, ihren Brutstollen selbst ins Holz zu nagen. In abgestorbenem Holz entwickeln sich viele Käfer, vor allem Bockkäfer, wie der Wespenbock. Seine Larve hat sich 2 Jahre lang durchs Eichenholz gefressen und sich dann in ihrem Fraßgang zu einem Käfer entwickelt. Jetzt schlüpft der Wespenbock und hinterlässt ein Loch, das 7 Zentimeter tief ins Holz reicht. Kaum ist der Bock ausgeflogen, kommen die ersten Interessenten, wie diese Goldwespe. Die Käfer paaren sich auf dem Brutholz und legen gleich wieder Eier. So entstehen rasch viele potenzielle Wohnungen für interessierte Hautflügler. Kaum ein Ausbohrloch bleibt unbeachtet. Es muss aber keineswegs immer eine Höhlung in einem Baumstamm sein. Es gibt auch Fertighäuser. Eine Schneckenhausbiene legt sich mächtig ins Zeug, um die künftige Behausung für ihren Nachwuchs erstmal in die richtige Position zu bringen. Zwischendurch stärkt sich die kleine Wildbiene und ist dabei nicht wählerisch. Hauptsache, es gibt süßen Nektar. Dann geht die Arbeit weiter. Blütenpollen als Proviant für die Larven wird im Bauch des Schneckenhauses deponiert. Anschließend werden kleine Steinchen herbeigeschafft. Sie dienen als Barrikade im Nesteingang und sollen die Larven vor Eindringlingen schützen. Schließlich werden Erdbröckchen unter dem Schneckenhaus hervorgekramt und weggebracht, damit das Haus auch stabil liegt und nicht gleich beim nächsten Wind wegrollt. Die Schneckenhausbiene ist aber noch keineswegs fertig. Auf mehr als 100 Transportflügen liest sie Halme, Nadeln und Stöckchen auf und befördert sie zum Schneckenhaus. Hier schichtet sie das Baumaterial auf, um das Bienennest im Schneckenhaus zu tarnen und zusätzlich vor Wind und Wetter zu schützen. Bewältigt Halme von 10 cm Länge. Es dauert 3 oder 4 Tage, bis alles fertig ist. In ihrer Lebensspanne von 1,5 Monaten legt die Schneckenhausbiene 5 bis 10 solcher Nester an. Ein wahrlich fleißiges Bienchen. Unsere Wildbienen haben aber noch mehr kuriose Nestkonstruktionen auf Lager. Dieser Ahorn ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Verursacher ist eine Blattschneiderbiene, die aus bestimmten Strauch- und Baumarten Baumaterial schneidet und damit davonfliegt. Mhm.
Sie befördert die Blattstücke zum Bienenhotel. Im Inneren ihres hölzernen Wohntunnels baut sie aus den eingetragenen Blattstücken Brutkammern, die wie grüne Fingerhüte aussehen. Darin, voneinander getrennt durch, wie könnte es anders sein, Blattstückchen, liegen die Blattschneider-Bienenlarven. In ein paar Monaten werden sie den Pollenvorrat aufgefressen haben. Erst im nächsten Frühling verpuppen sie sich und schlüpfen kurz darauf als neue Bienengeneration. Der Einsatz von Tapete ist bei Wildbienen weit verbreitet. Eine sehr seltene Wildbienenart, die Leinbiene, kleidet ihre Wohnröhre im Boden vor allem mit Blütenblättern des Leins aus. Für die Inneneinrichtung ist ihr auch der rote Klatschmohn recht. Das Pflanzenmaterial festigt die Wände in der farbenfrohen Kinderstube und dient wahrscheinlich der Hygiene. Die Spezialisierung auf bestimmte Pflanzen als Baumaterial oder als Pollenspender birgt aber auch Gefahren. Wird die Pflanze immer seltener, verschwindet damit auch die Biene. Der Klatschmohn ist mancherorts noch häufig. Und hier und da hat auch er das Schweizer Käsesyndrom. Die Mohnbiene, ebenfalls eine große Rarität, holt ihr Baumaterial ausschließlich von Mohnblüten. Auch sie kleidet damit ihre Brutröhre aus. Zwar lässt sich das kleine Brutvorkommen an einem ostbayerischen Trockenhang leicht unter Schutz stellen. Aber wenn in den Feldern der Umgebung mehr Unkrautvernichtungsmittel versprüht werden und keine Mohnpflanzen mehr wachsen, wird die Mohnbiene auch hier verschwinden. Die Mohnbiene ist auf Gegenden mit extensiver Landwirtschaft angewiesen. So wie viele ihrer mehr als 500 Verwandten in Deutschland. Sie sind Indikatoren für unseren Umgang mit der Umwelt. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist für die wilden Bienen genauso wichtig wie der Erhalt einzelner Naturschutzgebiete. Achthunderttausend Bienenvölker gibt es in Deutschland mit etwa 40 Milliarden Arbeiterinnen. Im Frühsommer kommen die Männchen dazu. Glubschäugige Drohnen, deren einzige Aufgabe die Begattung der Jungköniginnen ist und die ansonsten nur Kostgänger sind, ohne weiteren Nutzen für das Bienenvolk. Die Drohnen werden nicht lange im Inneren des Stocks geduldet. Sie werden einfach nicht mehr hineingelassen. Unter dem Bienenhaus krabbeln dann geschwächte Honigbienenmännchen herum, die zur Beute werden für kleine Räuber, wie den Goldlaufkäfer. Ein Biss in den Flügelansatz und die Mahlzeit kann nicht mehr entkommen. Nicht nur Honigbienen, auch Wildbienen profitieren nicht selten von der Nähe zum Menschen. Denkt man an Wildtiere im Stall, fallen einem zunächst die Rauchschwalben ein, deren Bestände zurzeit so stark zurückgehen. Aber auch die Pelzbienen schätzen das Stallklima, weil sie hier geschützt sind vor Wind und Wetter. Der Hofbaum, eine Rosskastanie, bietet Nektar und Pollen im Überfluss. Auch Kastanien haben ein Ampelsystem. Gelb heißt, hier gibt's was zu holen. Rot bedeutet, Blüte alt, Nektar und Pollen sind aus. Anflug lohnt sich nicht mehr. Doch auch die alten Blüten haben noch eine Aufgabe. Sie helfen mit, Blütenbesucher aus der Ferne anzulocken.
Ein altes Bauernhaus bietet vielen Wildbienen Unterschlupf. Im Holzpfosten des Zaunes hat eine Wollbiene Quartier bezogen. Sie liebt die rosa Blüten des Heilziests. Und der gedeiht gleich hinter dem Bauernhof auf einer artenreichen Feuchtwiese. Nadelspitze Dornen am Ende des Hinterleibs kennzeichnen das Männchen. Die Wollbiene ist die aggressivste heimische Biene. Zwar nicht dem Menschen gegenüber, aber wehe, eine andere Biene nähert sich ihrem Revier. Das Taubenschwänzchen allerdings ist eine Nummer zu groß. Es kann unbehelligt Ziest Nektar trinken. Aber wehe, eine Honigbiene versucht das. Der bewaffnete Angriff schlägt die Honigsammlerin in die Flucht. Wer Wollbienen beobachten will, pflanzt ganz einfach Ziest ins Beet oder in einen Topf. Auch diese Pflanze wird bald von einem unerschrockenen Wollbienenmännchen auf regelmäßigen Patrouillenflügen überwacht. Ein Wollbienenweibchen, ohne Dornen am Hinterleib, sammelt Ziestnektar. Das Männchen hat sie schnell erspäht. Liebeswerben und Angriff sind bei der Wollbiene oft kaum zu unterscheiden. Noch ein Besucher. Hummeln unerwünscht. Im Garten wächst auch der wollige Ziest. Etwas Nektar zur Stärkung. Und schon muss der Ziest gegen eine Sandbiene verteidigt werden. Da wird die Wollbiene durch eine Honigbiene abgelenkt. Die Hinterleibsdornen können und sollen das Opfer empfindlich verletzen. Schließlich hat sich das Weibchen doch noch für den angriffslustigen Verehrer erwärmen können. Die Spezialisierung auf eine Pflanzenart führt bei Wildbienen mitunter zu besonderen Anpassungen. Die Hosenbiene hat sich auf die Wegwarte als Pollenquelle kapriziert. Und da die Wegwarte nur vormittags blüht, muss sich die Biene beeilen. Gerade einmal 4 Stunden hat die Hosenbiene, um genügend Nektar für die eine Brutzelle zu sammeln, die sie pro Tag fertigstellt. Denn bereits am Mittag werden die Wegwartenblüten verwelkt sein. Um diesen kurzen Zeitraum optimal auszunutzen, hat die Hosenbiene riesige Haarbürsten an den Hinterbeinen, die besonders viel Pollen aufnehmen können. So muss sie nicht ständig ihre Sammelflüge unterbrechen, um Pollen zum Nest zu bringen. Ein Hosenbienenmännchen macht Avancen. Aber das Weibchen sammelt bereits Pollen für den Nachwuchs, ist also bereits begattet und an weiteren Kurzbekanntschaften nicht interessiert. Am Mittag fliegt sie das letzte Mal schwer beladen zurück zum Nest. Nun hat sie den ganzen Nachmittag frei und kann sich in aller Ruhe um die Innenausstattung des Hosenbienennestes kümmern. Am Abend lässt die Aktivität bei den Bienen nach. Nektar und Pollen sind weitgehend abgeerntet. Die Temperaturen sinken. Die Wildbienen ziehen sich zurück in ihren Bau,
oder treffen sich, um die Nacht gemeinsam zu verbringen. Es sind vor allem Wildbienenmännchen, die sich nachts im Freien aufhalten. Sie beteiligen sich nicht am Nestbau und haben daher auch keinen Zugang zum Brutstollen, in dem die Weibchen schlafen. Manche beißen sich an Halmen fest und können so die ganze Nacht verharren. Schmalbienen, aneinander geschmiegt, als würde ihnen das Sicherheit und Wärme spenden. Die Bienen schlafen. Ob Bilder durch ihre kleinen Köpfchen gehen? Solange noch der Frühtau in den Wiesen hängt, rühren sie sich nicht vom Fleck. Bei den Langhornbienen ist das nicht anders. Ganz langsam kommt Leben in die kleine Gesellschaft. Im Gegensatz zu Honigbiene haben sie keinen warmen Stock. Wildbienen sind Kinder der Sonne. Erst wenn ihre Strahlen die kleinen Langschläfer aufwärmen, wird die Atmung schneller, die Bienen strecken und putzen sich. Ist es dann endlich warm genug, starten sie hungrig in einen neuen Tag. Bei den Langhornbienen schlüpfen die Männchen einige Tage vor den Weibchen. Sie erwachen am Morgen daher mit großem Tatendrang. Denn die Begattung eines Langhornbienenweibchens ist die einzige wichtige Aufgabe in ihrem Leben. Bevor sie aber Großes vollbringen, müssen sie sich stärken. Dazu besuchen sie besonders gerne die Blüten verschiedener Schmetterlingsblütler, wie der Vogelwicke. Im trockenwarmen Lebensraum der Langhornbiene blühen jetzt aber auch Pflanzen auf, die ganz und gar nichts Süßes zu bieten haben. Die Hummelragwurz, eine Orchidee. Sie ist ganz und gar auf Langhornbienen als Bestäuber angewiesen. Aber im Gegensatz zu anderen Blüten bietet die Hummelragwurz keine zuckerhaltige Belohnung für die Dienste der Insekten an. Eine Lehmwespe erkennt nach kurzer Prüfung den Schwindel. Auch die Pilzbiene merkt schnell, dass hier nichts zu holen ist. Die Ragwurz ist eine Täuschblume. Ahmt Langhornbienenweibchen nach. Auch wenn wir Menschen das nicht so richtig erkennen können. Aber die Bienenmännchen sehen und riechen eben in der Orchideenblüte eine weibliche Langhornbiene und erliegen der Versuchung, sich mit ihr zu paaren. In ihrem Bemühen merken sie gar nicht, wie sie von der Hummelragwurz missbraucht werden. Denn bei den Annäherungsversuchen kommt das Bienenköpfchen am Pollinarium zu liegen, wo der Blütenpollen auf Abholung wartet. Und der sitzt bei der Hummelragwurz auf klebrigen Stielchen. Gehörnt mit den Orchideenpollen nimmt das liebestolle Bienenmännchen Kurs auf eine andere Blüte, die sie dann bestäubt. Wenn nichts dazwischen kommt. Denn überall warten hungrige Schnäbel. Je später der Sommer, desto weniger Wildbienenarten sind unterwegs. Aber da manche Pflanzen erst im Spätsommer blühen,
gibt es auch Wildbienen, die erst im Spätsommer fliegen. Wie so oft ist ein sonnenbeschienener, nackter Lehm- oder Lösshang Lebensgrundlage. Weinbauklima ist ideal. Nicht zu trocken, aber warm. Gegenden also, in denen viele Besonderheiten aus Fauna und Flora zu Hause sind. Hier lebt eine Verwandte der Frühlingsseidenbiene, jener Biene, die sich mit fetten Maiwürmern und furchtlosen Blutbienen herumschlagen musste. Diese Seidenbiene ist ebenfalls auf eine ganz bestimmte Blüte spezialisiert, auf die des Efeus. Und der blüht eben erst jetzt, wenn der Sommer zur Neige geht. Ein Silberfischchen teilt sich hier die Wohnung mit einer Efeu-Seidenbiene. Die geht auf Sammelflug. Wie alle Wildbienen trinkt sie selbst Nektar und sammelt den Pollen als Proviant für ihre Larven. Nicht nur ihrer selbst wegen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, sollten wir unsere Wildbienen schützen. Der monetäre Wert, den die Insekten in Europa als Bestäuber darstellen, wurde von Wirtschaftswissenschaftlern unlängst mit 14 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Ein großer Anteil davon geht auf das Konto der Wildbienen. Ein aus einer Imkerei entflohener Honigbienenschwarm hat sich in einem umgestürzten Baumstamm eingenistet. Den Sommer hat er hier gut überstanden. Aber was wird aus ihm, wenn der Winter kommt? Nachdem Frost und Schnee Einzug gehalten haben, ist das Summen in der alten Weide verstummt. Die Honigbienen sind erfroren. Seit der Zeit der Saurier fliegen bei uns wilde Bienen von Blüte zu Blüte. Seitdem werden alle Blüten zuverlässig bestäubt, auch ohne die Honigbienen. Und seit jeher überstehen unsere Wildbienen den Winter, ohne dass wir uns um sie kümmern müssen. Dennoch sind die Bienenvölker der Imker unersetzlich. Denn sie bestäuben in der Umgebung des Stockes nicht nur abertausende Blüten. Es gibt etwas, was ausschließlich die Honigbiene liefert. Duftendes Wachs und süßen Honig. Die Zähmung der Honigbiene ist eine der großen kulturellen Leistungen des Menschen. Denn vor 10.000 Jahren, bevor sie zu einem unserer wichtigsten Nutztiere wurde, war auch sie nur eine von Mayas wilden Schwestern. Ein Giftbiss in den Nacken. Anschließend saugt die Krabbenspinne ihre Opfer aus. Quasi in der Auffahrt des Bienenhotels. Mauerbienen leben natürlich nicht nur in Nisthilfen. Jedes Loch im Holz, jeder hohle Stängel mit passendem Durchmesser ist in verschiedenen Arten recht. Aber wie kommen die Löcher ins Holz? Kaum eine Wildbiene ist in der Lage, ihren Brutstollen selbst ins Holz zu nagen. In abgestorbenem Holz entwickeln sich viele Käfer, vor allem Bockkäfer, wie der Wespenbock. Seine Larve hat sich 2 Jahre lang durchs Eichenholz gefressen und sich dann in ihrem Fraßgang zu einem Käfer entwickelt. Jetzt schlüpft der Wespenbock und hinterlässt ein Loch, das 7 Zentimeter tief ins Holz reicht.
Kaum ist der Bock ausgeflogen, kommen die ersten Interessenten, wie diese Goldwespe. Die Käfer paaren sich auf dem Brutholz und legen gleich wieder Eier. So entstehen rasch viele potenzielle Wohnungen für interessierte Hautflügler. Kaum ein Ausbohrloch bleibt unbeachtet. Es muss aber keineswegs immer eine Höhlung in einem Baumstamm sein. Es gibt auch Fertighäuser. Eine Schneckenhausbiene legt sich mächtig ins Zeug, um die künftige Behausung für ihren Nachwuchs erstmal in die richtige Position zu bringen. Zwischendurch stärkt sich die kleine Wildbiene und ist dabei nicht wählerisch. Hauptsache, es gibt süßen Nektar. Dann geht die Arbeit weiter. Blütenpollen als Proviant für die Larven wird im Bauch des Schneckenhauses deponiert. Anschließend werden kleine Steinchen herbeigeschafft. Sie dienen als Barrikade im Nesteingang und sollen die Larven vor Eindringlingen schützen. Schließlich werden Erdbröckchen unter dem Schneckenhaus hervorgekramt und weggebracht, damit das Haus auch stabil liegt und nicht gleich beim nächsten Wind wegrollt. Die Schneckenhausbiene ist aber noch keineswegs fertig. Auf mehr als 100 Transportflügen liest sie Halme, Nadeln und Stöckchen auf und befördert sie zum Schneckenhaus. Hier schichtet sie das Baumaterial auf, um das Bienennest im Schneckenhaus zu tarnen und zusätzlich vor Wind und Wetter zu schützen. Bewältigt Halme von 10 cm Länge. Es dauert 3 oder 4 Tage, bis alles fertig ist. In ihrer Lebensspanne von 1,5 Monaten legt die Schneckenhausbiene 5 bis 10 solcher Nester an. Ein wahrlich fleißiges Bienchen. Unsere Wildbienen haben aber noch mehr kuriose Nestkonstruktionen auf Lager. Dieser Ahorn ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Verursacher ist eine Blattschneiderbiene, die aus bestimmten Strauch- und Baumarten Baumaterial schneidet und damit davonfliegt. Sie befördert die Blattstücke zum Bienenhotel. Im Inneren ihres hölzernen Wohntunnels baut sie aus den eingetragenen Blattstücken Brutkammern, die wie grüne Fingerhüte aussehen. Darin, voneinander getrennt durch, wie könnte es anders sein, Blattstückchen, liegen die Blattschneider-Bienenlarven. In ein paar Monaten werden sie den Pollenvorrat aufgefressen haben. Erst im nächsten Frühling verpuppen sie sich und schlüpfen kurz darauf als neue Bienengeneration. Der Einsatz von Tapete ist bei Wildbienen weit verbreitet. Eine sehr seltene Wildbienenart, die Leinbiene, kleidet ihre Wohnröhre im Boden vor allem mit Blütenblättern des Leins aus. Für die Inneneinrichtung ist ihr auch der rote Klatschmohn recht.
Das Pflanzenmaterial festigt die Wände in der farbenfrohen Kinderstube und dient wahrscheinlich der Hygiene. Die Spezialisierung auf bestimmte Pflanzen als Baumaterial oder als Pollenspender birgt aber auch Gefahren. Wird die Pflanze immer seltener, verschwindet damit auch die Biene. Der Klatschmohn ist mancherorts noch häufig. Und hier und da hat auch er das Schweizer Käsesyndrom. Die Mohnbiene, ebenfalls eine große Rarität, holt ihr Baumaterial ausschließlich von Mohnblüten. Auch sie kleidet damit ihre Brutröhre aus. Zwar lässt sich das kleine Brutvorkommen an einem ostbayerischen Trockenhang leicht unter Schutz stellen. Aber wenn in den Feldern der Umgebung mehr Unkrautvernichtungsmittel versprüht werden und keine Mohnpflanzen mehr wachsen, wird die Mohnbiene auch hier verschwinden. Die Mohnbiene ist auf Gegenden mit extensiver Landwirtschaft angewiesen. So wie viele ihrer mehr als 500 Verwandten in Deutschland. Sie sind Indikatoren für unseren Umgang mit der Umwelt. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist für die wilden Bienen genauso wichtig wie der Erhalt einzelner Naturschutzgebiete. Achthunderttausend Bienenvölker gibt es in Deutschland mit etwa 40 Milliarden Arbeiterinnen. Im Frühsommer kommen die Männchen dazu. Glubschäugige Drohnen, deren einzige Aufgabe die Begattung der Jungköniginnen ist und die ansonsten nur Kostgänger sind, ohne weiteren Nutzen für das Bienenvolk. Die Drohnen werden nicht lange im Inneren des Stocks geduldet. Sie werden einfach nicht mehr hineingelassen. Unter dem Bienenhaus krabbeln dann geschwächte Honigbienenmännchen herum, die zur Beute werden für kleine Räuber, wie den Goldlaufkäfer. Ein Biss in den Flügelansatz und die Mahlzeit kann nicht mehr entkommen. Nicht nur Honigbienen, auch Wildbienen profitieren nicht selten von der Nähe zum Menschen. Denkt man an Wildtiere im Stall, fallen einem zunächst die Rauchschwalben ein, deren Bestände zurzeit so stark zurückgehen. Aber auch die Pelzbienen schätzen das Stallklima, weil sie hier geschützt sind vor Wind und Wetter. Der Hofbaum, eine Rosskastanie, bietet Nektar und Pollen im Überfluss. Auch Kastanien haben ein Ampelsystem. Gelb heißt, hier gibt's was zu holen. Rot bedeutet, Blüte alt, Nektar und Pollen sind aus, Anflug lohnt sich nicht mehr. Doch auch die alten Blüten haben noch eine Aufgabe. Sie helfen mit, Blütenbesucher aus der Ferne anzulocken. Ein altes Bauernhaus bietet vielen Wildbienen Unterschlupf. Im Holzpfosten des Zaunes hat eine Wollbiene Quartier bezogen. Sie liebt die rosa Blüten des Heilziests. Und der gedeiht gleich hinter dem Bauernhof auf einer artenreichen Feuchtwiese. Nadelspitze Dornen am Ende des Hinterleibs kennzeichnen das Männchen. Die Wollbiene ist die aggressivste heimische Biene. Zwar nicht dem Menschen gegenüber, aber wehe, eine andere Biene nähert sich ihrem Revier. Das Taubenschwänzchen allerdings ist eine Nummer zu groß. Es kann unbehelligt Ziest Nektar trinken. Aber wehe, eine Honigbiene versucht das. Der Beweis.
Bewaffneter Angriff schlägt die Honigsammlerin in die Flucht. Wer Wollbienen beobachten will, pflanzt ganz einfach Ziest ins Beet oder in einen Topf. Auch diese Pflanze wird bald von einem unerschrockenen Wollbienenmännchen auf regelmäßigen Patrouillenflügen überwacht. Ein Wollbienenweibchen, ohne Dornen am Hinterleib, sammelt Ziestnektar. Das Männchen hat sie schnell erspäht. Liebeswerben und Angriff sind bei der Wollbiene oft kaum zu unterscheiden. Noch ein Besucher. Hummeln unerwünscht. Im Garten wächst auch der wollige Ziest. Etwas Nektar zur Stärkung. Und schon muss der Ziest gegen eine Sandbiene verteidigt werden. Da wird die Wollbiene durch eine Honigbiene abgelenkt. Die Hinterleibsdornen können und sollen das Opfer empfindlich verletzen. Schließlich hat sich das Weibchen doch noch für den angriffslustigen Verehrer erwärmen können. Die Spezialisierung auf eine Pflanzenart führt bei Wildbienen mitunter zu besonderen Anpassungen. Die Hosenbiene hat sich auf die Wegwarte als Pollenquelle kapriziert. Und da die Wegwarte nur vormittags blüht, muss sich die Biene beeilen. Gerade einmal 4 Stunden hat die Hosenbiene, um genügend Nektar für die eine Brutzelle zu sammeln, die sie pro Tag fertigstellt. Denn bereits am Mittag werden die Wegwartenblüten verwelkt sein. Um diesen kurzen Zeitraum optimal auszunutzen, hat die Hosenbiene riesige Haarbürsten an den Hinterbeinen, die besonders viel Pollen aufnehmen können. So muss sie nicht ständig ihre Sammelflüge unterbrechen, um Pollen zum Nest zu bringen. Ein Hosenbienenmännchen macht Avancen. Aber das Weibchen sammelt bereits Pollen für den Nachwuchs, ist also bereits begattet und an weiteren Kurzbekanntschaften nicht interessiert. Am Mittag fliegt sie das letzte Mal schwer beladen zurück zum Nest. Nun hat sie den ganzen Nachmittag frei und kann sich in aller Ruhe um die Innenausstattung des Hosenbienennestes kümmern. Am Abend lässt die Aktivität bei den Bienen nach. Nektar und Pollen sind weitgehend abgeerntet. Die Temperaturen sinken. Die Wildbienen ziehen sich zurück in ihren Bau oder treffen sich, um die Nacht gemeinsam zu verbringen. Es sind vor allem Wildbienenmännchen, die sich nachts im Freien aufhalten. Sie beteiligen sich nicht am Nestbau und haben daher auch keinen Zugang zum Brutstollen, in dem die Weibchen schlafen. Manche beißen sich an Halmen fest und können so die ganze Nacht verharren. Schmalbienen, aneinander geschmiegt, als würde ihnen das Sicherheit und Wärme spenden. Die Bienen schlafen. Ob Bilder durch ihre kleinen Köpfchen gehen? Thank you.
Wildbienen sind Morgenmuffel. Solange noch der Frühtau in den Wiesen hängt, rühren sie sich nicht vom Fleck. Bei den Langhornbienen ist das nicht anders. Ganz langsam kommt Leben in die kleine Gesellschaft. Im Gegensatz zu Honigbiene haben sie keinen warmen Stock. Wildbienen sind Kinder der Sonne. Erst wenn ihre Strahlen die kleinen Langschläfer aufwärmen, wird die Atmung schneller, die Bienen strecken und putzen sich. Ist es dann endlich warm genug, starten sie hungrig in einen neuen Tag. Bei den Langhornbienen schlüpfen die Männchen einige Tage vor den Weibchen. Sie erwachen am Morgen daher mit großem Tatendrang. Denn die Begattung eines Langhornbienenweibchens ist die einzige wichtige Aufgabe in ihrem Leben. Bevor sie aber Großes vollbringen, müssen sie sich stärken. Dazu besuchen sie besonders gerne die Blüten verschiedener Schmetterlingsblütler, wie der Vogelwicke. Im trockenwarmen Lebensraum der Langhornbiene blühen jetzt aber auch Pflanzen auf, die ganz und gar nichts Süßes zu bieten haben. Die Hummelragwurz, eine Orchidee. Sie ist ganz und gar auf Langhornbienen als Bestäuber angewiesen. Aber im Gegensatz zu anderen Blüten bietet die Hummelragwurz keine zuckerhaltige Belohnung für die Dienste der Insekten an. Eine Lehmwespe erkennt nach kurzer Prüfung den Schwindel. Auch die Pilzbiene merkt schnell, dass hier nichts zu holen ist. Die Ragwurz ist eine Täuschblume. Ahmt Langhornbienenweibchen nach. Auch wenn wir Menschen das nicht so richtig erkennen können. Aber die Bienenmännchen sehen und riechen eben in der Orchideenblüte eine weibliche Langhornbiene und erliegen der Versuchung, sich mit ihr zu paaren. In ihrem Bemühen merken sie gar nicht, wie sie von der Hummelragwurz missbraucht werden. Denn bei den Annäherungsversuchen kommt das Bienenköpfchen am Pollinarium zu liegen, wo der Blütenpollen auf Abholung wartet. Und der sitzt bei der Hummelragwurz auf klebrigen Stielchen. Gehörnt mit den Orchideenpollen nimmt das liebestolle Bienenmännchen Kurs auf eine andere Blüte, die sie dann bestäubt. Wenn nichts dazwischen kommt. Denn überall warten hungrige Schnäbel. Je später der Sommer, desto weniger Wildbienenarten sind unterwegs. Aber da manche Pflanzen erst im Spätsommer blühen, gibt es auch Wildbienen, die erst im Spätsommer fliegen. Wie so oft ist ein sonnenbeschienener, nackter Lehm- oder Lösshang Lebensgrundlage. Weinbauklima ist ideal. Nicht zu trocken, aber warm. Gegenden also, in denen viele Besonderheiten aus Fauna und Flora zu Hause sind. Hier lebt eine Verwandte der Frühlingsseidenbiene, jener Biene, die sich mit fetten Maiwürmern und furchtlosen Blutbienen herumschlagen musste. Diese Seidenbiene ist ebenfalls auf eine ganz bestimmte Blüte spezialisiert, auf die des Efeus. Und der blüht eben erst jetzt, wenn der Sommer zur Neige geht. Ein Silberfischchen teilt sich hier die Wohnung mit einer Efeu-Seidenbiene. Die geht auf Sammelflug. Wie alle Wildbienen trinkt sie selbst Nektar und sammelt den Pollen als Proviant für ihre Larven. Nicht nur ihrer selbst wegen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, sollten wir unsere Wildbienen schützen.
Der monetäre Wert, den die Insekten in Europa als Bestäuber darstellen, wurde von Wirtschaftswissenschaftlern unlängst mit 14 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Ein großer Anteil davon geht auf das Konto der Wildbienen. Ein aus einer Imkerei entflohener Honigbienenschwarm hat sich in einem umgestürzten Baumstamm eingenistet. Den Sommer hat er hier gut überstanden. Aber was wird aus ihm, wenn der Winter kommt? Nachdem Frost und Schnee Einzug gehalten haben, ist das Summen in der alten Weide verstummt. Die Honigbienen sind erfroren. Seit der Zeit der Saurier fliegen bei uns wilde Bienen von Blüte zu Blüte. Seitdem werden alle Blüten zuverlässig bestäubt, auch ohne die Honigbienen. Und seit jeher überstehen unsere Wildbienen den Winter, ohne dass wir uns um sie kümmern müssen. Dennoch sind die Bienenvölker der Imker unersetzlich. Denn sie bestäuben in der Umgebung des Stockes nicht nur abertausende Blüten. Es gibt etwas, was ausschließlich die Honigbiene liefert. Duftendes Wachs und süßen Honig. Die Zähmung der Honigbiene ist eine der großen kulturellen Leistungen des Menschen. Denn vor 10.000 Jahren, bevor sie zu einem unserer wichtigsten Nutztiere wurde, war auch sie nur eine von Mayas wilden Schwestern.